Leasing hat ein spannendes Jahr 2023 hinter sich, vor allem im Sport. Bestes Beispiel ist die neu eröffnete Hans-Lackner-Halle. Die Rundhalle aus den 70er Jahren wurde mit einem neuen Heizungssystem, einer Umstellung auf LED-Beleuchtung und einer neuen Wärmedämmung klimafit gemacht. Investitionsvolumen 10 Millionen Euro. Lokaler Sport ist wichtig. Sport hat zwei Elemente. Zum einen ist er gesund, also wenn man es nicht übertreibt. Und zum zweiten führt er natürlich auch dazu, dass das Gemeinsame, speziell auch in Mannschaftssportarten, dann sehr, sehr gut und toll für Kinder und Jugendliche ist und die Freizeit einfach schöner gestalten lässt. Im Bezirk läuft das Sportstättenentwicklungsprogramm. Es fließt sehr viel Geld in die Ausstattung der Sportanlagen im Bezirk, die allesamt auf den neuesten Stand gebracht werden. Überall dort werden die Sanitäranlagen neu gebaut, die Kabinengebäude neu gebaut und wir haben damit mit Ende des nächsten Jahres wirklich top ausgestattete Sportanlagen im Bezirk. Auch in der Bildung abseits des Sports kann Leasing mittlerweile aus dem Vollen schöpfen. Große Schulbauprojekte sind abgeschlossen. Bei jeder neuen Wohnhausanlage, die entsteht, ist mittlerweile ein Kindergarten als Primärbildungseinrichtung State of the Art. Also da tut sich einiges im Bezirk. Und das soll auch im kommenden Jahr so bleiben. Stehen die nächsten Projekte doch schon vor der Tür.